Herzlich willkommen zurück bei Deus Ex Mankind Divided. Und bevor wir jetzt da reingehen und uns in eine Ladesequenz begeben, wollen wir doch erstmal noch einem gewissen Herrn in den Arsch treten. Dir nämlich, um genau zu sein. Jetzt hast du die Karte, ja? Nein. Und mein Freund? Jetzt hast du die Karte, ja? Ich bezahle dich fürs Passieren, aber nur weil du die Mühe nicht wert bist. Ich weiß alles über deine Erpressung, das hat jetzt ein Ende. Ich weiß alles über deine Erpressungen, Draumir. Das hat jetzt ein Ende. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber ich sag dir was. Verschwinde von hier. Sofort. Dann vergesse ich deine abgelaufenen Papiere. Wir bedrohen ihn nicht. Wir haben ja einiges in der Hand gegen ihn. Ich weiß, dass du kein echter Polizist bist. Und ich weiß, dass deine Fälschungen nicht mehr funktionieren. Wie lange soll das noch gehen, bis die Leute merken, dass du ein Betrüger bist? Die Opti-Papiere funktionieren vielleicht nicht mehr. Aber meine Polizeiausweise, sehr überzeugend. Hier eine Karte vorzeigen, da Geld in eine Tasche stecken. Die Bullen tun mir nichts. Nicht wegen sowas. Zum Glück bin ich kein Bulle. Okay, du willst zu Milena, ja? Sie stellt die Fälschung her. Ich bin nur ein Mittelsmann. Das ist nicht wahr. Milena hat mir alles erzählt. Du hast mit ihr gesprochen? Hör zu, es ist nichts Persönliches. Wenn dir dein Leben lieb ist, machst du auch nichts Persönliches draus. Ich werde alles tun, um zu schützen, was mir gehört. Ich glaube, ich mache im Moment lieber den Umweg. Alles klar. Schade, ich dachte, wir können ihn so in den Arsch treten. Aber gut, dann werden wir mal hier dem Ganzen folgen und die Kopf raussuchen. Dankeschön, ich darf hier durch. So, und damit es auch keinen Ärger gibt, gehen wir hinten rein. Wir müssen zum Monument-Bahnhof. Ich weiß also nicht, wo es die gute Frau gibt. Dementsprechend folgen wir jetzt hier erstmal einfach den Hinweisen, die uns über das HUD gegeben werden. So, sind wir denn hier jetzt richtig? Zumindest glotzt uns keiner blöd an, also alles gut. Und hey, wir dürfen im ersten Waggon mitfahren. Ist das nicht nett? Direkt beim Fahrer. Man könnte ja austicken und den Fahrer rausschmeißen und den Zug übernehmen. Na, ja, also, das ist nicht so ganz weit gedacht, oder? Naja, was soll's. Die Menschheit ist halt bescheuert. Und man hat gesehen, glauben Sie, die Apartheid funktioniert leider. Von der Security der Bank? So. Ich sage nur, dass bestimmt mehr hinter der Sache steht. Sind wir mal nett, gehen hier lang. So. Wo müssen wir hin? Natürlich müssen wir in die Palisade Bank rein. Natürlich. Ups. Entschuldigung. Das wäre fast schief gegangen. Wunderschönen guten Tag. Darf ich mit rein? Da drüben! Entschuldigung! So, wir halt einen anderen Weg. Ich wollte erstmal nachfragen. Vielleicht ist man ja nett. Ich bin ja einer von den netten Leuten. So. Noch einer. Hoffentlich bleibt alles ruhig. Haben Sie dafür eine Genehmigung? Ja, habe ich! Verdammt, da komme ich nicht hoch. Das ist ja blöd. Wo führst du uns denn hin? Biozelle benötigt. Toxisches Gas. Was kann man damit anstellen? Ja gut. Nein! Mano! Komm wieder runter!
Die Stadt geht vor die Runde. Oder kann man das Ding fahren? Wir hatten schon genug. Stimmt, das kann man. Na, ich bin so schlau. Ich bin so ein Schlaubi-Schlumpf. So, was hat uns das jetzt gebracht? Nix. Das hat echt nichts gebracht. Ja, wir können. Ja, sehr schön. Was ist denn hier mit? Gut, auch nicht. Verdammt, wie kommen wir jetzt da rein? Warnung, Gasgefahr. Mai. Gegen sowas kann man sich nicht Alarmtafel. Wie kommen wir denn hier rein? Wir erkunden mal das Gebiet hier. Wir stellen uns mal nur davor. Ne? Da darf man ja noch. Oder etwa nicht. Ich kündige, das ist alles. Ja, alles klar. Kündige du. Da ist Feuergefahr. Da waren Leitern. Nein, Hauptmann, Sie haben natürlich recht. Arschloch. Toll. Ich will nur da unten hin. Alles klar, was kann man denn hier machen? Man kann auf jeden Fall hacken, das ist sehr gut. Ich würde mal behaupten, es geht hier lang. Jo, das schaut doch gut aus. Ja, ja, ja. So, wo kommen wir denn hier hin? Auf jeden Fall gibt es hier noch ein bisschen Breach-Software. Das ich ja nicht mehr so wirklich spiele, weil es ja nicht wirklich mehr Spaß macht. Dankeschön. So. Wo kommen wir denn jetzt hier lang? Wunderschönen guten Tag. Ich bin der Leiterninspektor. Ah, ja. Ah, ja, doch. Das sieht alles in Ordnung aus, meiner Meinung nach. Ja, ja. Welcome to Prague. Wir sind jetzt hier an einem Ort, der früher mal war und jetzt nicht mehr ist. Verdammt, hier geht's ja noch weiter runter. Ach du Schande. Eine Mülltonne. Aha. Noch ein Luftschacht. Wo geht's denn hier lang? Tja. Da hole ich verschreckt meine Waffe raus. Okay, da komme ich nicht lang. Cheat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, danke. Credits. Was gibt's denn hier noch bei den Damen? Halt. Halt. Aha. Mai, mai, mai. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Hier auch nicht. Schade. Wo kommen wir denn hier hin? Ach du Schande. Hacking-Software, ja, das nehmen wir doch gerne. Wo kommen wir denn hier hin? Meine Freunde? Gott, so viele Wege hier. Hallo. Danke, Adam. Dankeschön. Wir müssen übrigens bald mal wieder verkaufen. Wir sind ziemlich voll. Nicht die Kiste, die Schublade. Vielleicht muss ich mir ja auch einen Weg bauen.
Ja, ich glaube, wir müssen uns da was bauen. So. Schönes Treppchen. Na, na. Jetzt fällt das um. Also wirklich. Das ist ja nicht nett. Dann gehe ich jetzt halt hier lang. Kommen wir aber auch bloß hier drüben rein, ne? Ja. Wunderschönen guten Tag. Aha. Was gibt es hier? Ein EMP-Generator. Brauchen wir nicht. Dankeschön für die Biozelle. Ja, toll. Und nu? Ich meine, da ist halt... Moment. Ich bin stark. So, wo müssen wir denn... Reicht das schon? Jo, sieh mal einer an. Wow. Das hat sich ja richtig gelohnt. Gibt es denn hier noch irgendwas Interessantes oder... Ach mein Gut, so ein bisschen erkunden ist ja nicht schlecht. Aber... Was bringt uns das Ganze jetzt? Hm. Mai, mai, mai. Na gut, dann, Geronimo! Wunderschönen guten Tag! Was ist hier passiert? Propangas! Jede Menge hochexplosive Sachen? Sieh mal einer an! Da greifen wir doch direkt zu! Beziehungsweise, warte! Wir nehmen ja schon mal das hier. So. Zugriff gewährt. Ah ja. Dankeschön. 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 Wo zum Geier sind wir hier eigentlich? Also nicht, dass ich mich beschweren möchte hier von wegen. Oh, hi. Na, was geht ab? Ich hoffe mal, ich habe nicht deine Reserven geplündert. Gibt's denn hier? Hier gibt's noch ein Safe? Aha. Wir gehen nochmal ganz fix zurück. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Nö, nö. Ich glaube, wir sind hier gerade so ein bisschen völlig falsch. Vielleicht aber auch nicht. Jetzt. Netzwerkstufe 2. Dann halt nicht. Nam 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 nam. So. Herzlich willkommen, ihr... Oh, ein Fußball. Na, sowas. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier völlig falsch sind. Sind wir hier immer noch? Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, das ist das Knuddeltierchen. Uiuiui. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, weißt du, wenn wir einmal dabei sind. Hallöchen. Halt, wir müssen erstmal da ein. Aha. Aha. Nun
Na gut, dann nehmen wir einfach hier mal alles ein. Ja, ja, Anomalie, Anomalie. Anomalie Schnabulami. Hier gibt's. Oh. Okay, das war, glaube ich, nicht das einzige Ventil, was man drehen musste. Doch, es verflüchtigt sich. Räumt die Tische auf. Wie es aussieht, waren nicht unsere Kunden das Problem. Das Band, das eure Familie verbindet, besteht nicht aus Blut, sondern aus Respekt. Die meisten von euch sind loyal, alle anderen sind jetzt tot. Ich hoffe, ich werde nie wieder so enttäuscht, Ota. Ach du Schande. Noch einmal zur Erinnerung, lasst die Einnahmen nicht auf den Tischen liegen. Legt sie stündlich in den Safe. 4863. Je weniger die Leute sehen, desto geringer ist die Gefahr, dass sie auf dumme Ideen kommen. V. Das ist ja jetzt blöd. Wo kommen wir denn hier hin? Apropos, sie können die Waffe immer noch wegstecken. Hier ist auf jeden Fall jede Menge Blut. Danke dafür. Wo ist denn hier jetzt der Safe? Danke für die Credits. Wenn es auch nicht viele sind. Ah, wir kommen hier zum Casino rein. Oh, das ist ja nicht so nett, was hier gemacht wird. Und wo ist das jetzt mit dem Safe? Ach, der Safe ist bestimmt drin im Casino. Ja, das war gerade nicht so schlau. Wunderschönen guten Tag. Gut, das müsste sich aber irgendwann auch wieder verflüchtigen. Scheiße. Als ich hier rüber bin, habe ich das noch im Augenwinkel gesehen und dachte mir, ja, da musst du aufpassen. Kann ich die jetzt noch mitnehmen? Nee, ne? Die ist aktiviert und damit. Schön langsam. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier schleicht. Sieht aber schön aus, das Leuchten hier. Erwischt. Oh, da ist ja noch eine. Gott, wir sind so gut. Siehst du, du babende Bubenbar? Genau die. Wie geht's denn hier noch hin? Okay, Stufe 3. Halt, ach, egal. Stufe 3 können wir hacken. Ich dachte irgendwie gerade. Was, tu? The Palisade Station. Okay. Ja. Oh, schießt in meine Spezialität. Jetzt sind wir hier irgendwo. Im Nirgendwo. Staatliches Regierungsbüro. Ja, toll. Dankeschön. Ich dachte, wir machen mir ja mal ein bisschen was. Weil die Stadt hier. Im Büro des. Ja. Verdammt, wie kommen wir hier da rein? Und irgendwo, ach, da drüben ist das mit Dingensbummens. Ah, das Red Queen. Verdammt. Ich mag es nicht, wie mich die Wachen der Bank vor ihm gemustert haben. Das ist ja ärgerlich jetzt hier. Das war meine wunderschöne Stadt. Da hat man die ganze Zeit hier versucht, was zu machen und dann vielleicht kommen wir jetzt irgendwie über die Palisade Bank rein, oder? Wir machen es ganz direkt. So würde ich nicht mal meinen Hund
Jo, mein Freund. Komm mal ran hier. Keine Sorge. Niemand beobachtet uns. Auf die Fresse. So, alle Spuren verwischen. So, was kriegen wir denn? Auf die Ausweisaktivierungsstation dürfen nur offizielle Regierungsvertreter zugreifen. Ihnen obliegt die Aktivierung der Ausweise nicht den Bürgern selbst. Falls die Sicherheitssysteme zu Wartungs- oder Prüfungszwecken deaktiviert werden müssen, so lautet der Code Sami der Hund. Aha. Wer soll sich diese Scheiße anlassen? Aggressive Heilmittel arbeitet. Muss fernen Quellen zufolge mutiert dieser aktuell. Hier darf man aber auch echt überhaupt nicht rein, ne? Shit! Ja, ja. Hallo. Hallo. Ja, stoppity, stoppi. Achso, ah, fuck. So? Jetzt verschwinden wir nochmal. Na, rein da. Adam. Dankeschön. Verdammt, Buh. Gut, Suche läuft. In der Zwischenzeit können wir ja noch ein gutes E-Book lesen. Rutikas Augmentierungsplattform bröckeln. Ja. Wer durchlesen will, kann kurz anhalten. Die Suche läuft. Nur für den Fall. Jetzt ist Panik. Panik endet bald. Suche wird abgeschlossen. Okay, die rennen hier noch alle rum. Mhm, ja. Schönes architektonisches Meisterwerk, auf jeden Fall. Ja, ja. Also schön, dass uns das angezeigt wird hier. Dass die Panik angezeigt wird. So. Suche läuft. Ah, jetzt haben sie die Leiche gefunden. Ja, jetzt haben sie die Leiche gefunden. Das heißt, wir sollten uns eventuell... Ja, Suche läuft. Hier ist nichts. Befolge das Protokoll. Oh, jetzt geht er wieder von vorne los. Aber es geht relativ fix, finde ich. Na gut, ich beende das Ganze mal hier. Wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit warten, bis das abgeschlossen wird. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das rauszuschneiden. Von daher passiert jetzt eh nicht mehr viel. Das wären bloß 2 Minuten rausschnitt. In den 2 Minuten kann eh nicht so viel passieren. Von daher, danke fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.